Und zwar ist es eine Metakontemplation. Man wird sich zwar ein bisschen wundern manchmal, warum das jetzt alles Metta heißt, liebende Güte, herzerlösende Güte. Aber das werden wir ja dann schon irgendwie herausfinden. Es sind wieder vier Sätze, oftmals sind es so vier Sätze immer. Der Buddha hat immer so sehr zahlenmäßig eingeteilt, dass es von den Mönchen gut behalten werden konnte. Und das ist für uns dann auch gut zu behalten, wenn man weiß, also vier Sätze sind es. Und in Sri Lanka werden die in Pali morgens um 5:30, um 5 stehen die Leute auf, um die auch zur Arbeit gehen, um 5:30 hört man die im Radio rezitieren. Und unser Mönch, der Bhante Silavamsa, macht das auch immer vor jeder Metta-Meditation. Und das hört sich dann etwa so an. Aham aviro humi abhyapajo humi aniko humi sukhiyatanam pariharami aham ye sabe sata avira hontu sabe sata abhyapaja hontu sabe sata aniga hontu Sukhiyatanam pariharantu. Und das wird dann dreimal wiederholt. Das ist ganz schön, geht einem ein bisschen ein, nicht? Das ist auch die einfach den Klang mal so aufnehmen, ja? Und was heißt das nun? Darum geht's ja. Der erste Satz lautet da. Wenn nur so ein paar Worte, aber wir machen natürlich einen Satz daraus. Möge ich kein Wesen verletzen oder Schaden zufügen. Möge ich kein Wesen verletzen oder ihm Schaden zufügen. Und wir könnten dann gleich weiter sagen, möge ich selbst nicht verletzt werden. Und dieses keinem Wesen Schaden zufügen und kein Wesen zu verletzen, soll aus der Einsicht herauskommen und aus dem Bedürfnis, nicht Leid zu verursachen. Denn ich habe es ja selbst bei mir erlebt, wie es ist, wenn man verletzt wird, wenn einem Schaden zugefügt wird. Ich habe es gespürt, ich weiß es. Und da gehen wir mal von uns aus. Wann bin ich verletzt worden? Wann hat man mich körperlich oder seelisch verletzt? Mir Schaden zugefügt? Und wenn wir das mal anschauen, war das durch Gier, wollte jemand was von mir haben? War das durch Hass, Ablehnung? Groll, Vergeltung, was immer. Oder war es durch Unachtsamkeit, Leichtfertigkeit? Gibt es auch. Kann man durchaus durch Unachtsamkeit jemandem was antun. Aber schauen. Ich bin verletzt worden. Ich habe es empfunden als eine ziemlich schwierige Sache. Kann ich das sehen, aus welchem Grund das gekommen ist? Wenn das im beruflichen Teil war, war das meistens aus Gier und aus Ablehnung, wollte einer egoistisch selber den Posten haben. Kann es in der Partnerschaft, ist es oft
auch durch Sexualität, dem anderen gar nicht seine Freiheit lassen, sondern nur meine eigenen Bedürfnisse stillen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und aus Unachtsamkeit, ich passe gar nicht auf. Ich weiß ja, wie es richtig ist, was getan werden muss oder nicht getan werden darf. Wo ich mein Ich für den Vordergrund habe und gar nicht richtig hinschaue, was ich mache. Ist mir passiert. Aber was habe ich den anderen schon angetan? Wo war ich meinetwegen unvorsichtig? Wo hatte ich in Wut, aus Wut irgendwas getan? Jemand angegriffen, jemand was auch verletzt, ja. Tätlich oder eben durch Worte, wo wir uns stark fühlten meistens. Oder auch durch Verachtung. Wenn wir das jetzt sehen, ja, das habe ich sozusagen angerichtet, sagt man manchmal. Könnte ich innerlich um Verzeihung bitten? Dann es tut mir leid, doch es war nicht richtig. Es ist durch Zorn oder Leichtsinn oder auch Gier passiert. Man kann es ja erklären, wodurch. Aber das Motiv entschuldigt es ja nicht unbedingt. Aber kann ich jetzt um Verzeihung bitten? Tut es mir wirklich leid? Und kann ich demjenigen, dem ich was angetan habe, auch Wohlwollen jetzt schicken? Nicht nur Verzeihung, vielleicht Wohlwollen. Möge es dir wohlergehen. Ich habe dich einmal verletzt, ich habe dir was angetan. Aber ich will es in dem Sinne gut machen, dass ich dir Wohlwollen schicke. Und was mache ich nun mit meinen Verletzungen? Meinen Wunden, die ich von anderen bekommen habe. Trage ich den Groll immer noch mit mir herum, den ich vielleicht vor langer Zeit, wenn ich vor langer Zeit einmal verletzt worden bin? Will ich den Groll immer bei mir behalten? Und mit dem Groll behalte ich ja auch meine Verletzung weiter. Die pflege ich sozusagen. Ich bin ja verletzt worden. Mir hat man was angetan. Ich bin berechtigt, da Hass oder Groll zu haben. Nur soll ich auch meine eigenen Wunden sehen, durchaus. Die Verletzung anerkennen, die Wunde anerkennen, nicht einfach sagen, es war ja gar nicht so schlimm, das stimmt nicht. Es war wirklich schlimm, wenn es so war. Aber die Wunde auch heilen lassen und damit auch langsam den Groll sozusagen heilen lassen. Die Guan Yin oder die Tara, wir haben dort auf der anderen Seite einen Avalokiteshvara, ein Bodhisattva des Mitgefühls mit den unwahrscheinlich 1000 Armen, 1000 Augen, dass er sieht, wo überall
Verletzung und Schwierigkeit vorhanden ist und kommt und setzt sich ein und hilft. Und in der tibetischen Tradition wird sogar gesagt, Tara oder Kuan Yin, das sind die weiblichen Entsprechungen von diesem Bodhisattva, ist alles dasselbe. Das ist durch Einsicht und Mitgefühl ist es helfen, Wunden heilen. Und da hat die Tara oder die Kuan Yin eine Flasche in der Hand. Da ist das Wasser des Heilens oder auch des langen Lebens drin. Und in der anderen Hand hat sie die Lotusblüte, das heißt Einsicht, Verstand, also Mitgefühl ist das Wasser, das Heilende. Und auf der anderen Seite ist die Einsicht und die rechte Weise, wie man es macht. Nicht aus so Unverstand, aus Mitleid einfach sich da hineingeben, sondern ganz klar wissen, wie man heilt. Und bei sich selber auch. Sie bitten, gib mir den Verstand, dass ich weiß, gib mir die Einsicht, dass ich weiß, wie ich meine Wunden heilen. Und gib mir dieses Mitgefühl, diese warme Herzlichkeit, dass ich mir das selbst gebe. Mir selbst diese warme Herzlichkeit zukommen lassen. Und das zusammen heilt. Diese Herzlichkeit, dieses Heilöl ist diese warme Herzlichkeit, ist der Verband auf der Wunde. Und die Einsicht ist die Ruhe, es mal lassen zu können, dem mal Zeit geben, dass es wirklich heilen kann. Wenn man das beides gut zusammenbekommt, können unsere Wunden auch heilen. Und das auch tun. Und nicht warten, dass andere das tun. Und damit heilt auch der Groll, wenn meine Wunde heilt. Will ich das überhaupt? Oder kratze ich immer schön an der Wunde, dass sie offen bleibt? Ich bin ja so verletzt worden. Mal überlegen. Möchte ich, dass sie zugeht und vielleicht eine Narbe mich noch dran erinnert, aber Narben halten auch gut. Das ist das Erste. Das Zweite heißt, möge ich frei sein von Feindschaft und Böswilligkeit. Möge ich frei sein von Feindschaft und Böswilligkeit. Da geht's nicht um Worte und Handlungen, da geht's um die Gedanken. Und dann mal schauen, neige ich leicht zu Ärger und dann natürlich auch Ärger ist ja meistens, dass man dem, der einem den Ärger verschafft, nicht gerade gut gegenübersteht. Da ist eine Art von Feindschaft und man sucht oftmals auch eine Art von Vergeltung. Wir sagen zwar nicht Rache dazu, aber es ist trotzdem eine kleine Rache meistens. Der hat mir jetzt mich da so irgendwie übersehen oder mir nicht freundlich zugetan, mich nicht anerkannt, all diese Sachen. Und da entsteht Feindschaft und Böswilligkeit draus. Wir haben das Gefühl, was uns zukommen müsste, das müssen wir auch kriegen. Und dann kriegen wir irgendwas nicht. Wird ein anderer vorgezogen, dann kommt Neid auf. Ja? Und Neid, was ist denn Neid eigentlich? Neid, denke ich, ist so, muss man sagen, so Art Stehlen in Gedanken. Du hast das gar nicht verdient, ich habe das eigentlich viel besser verdient. Was da ist, das schöne Haus oder den guten Posten oder was auch immer. Oder diese lieben Kinder da. Ja. Neid kann schnell aufkommen. Liebe, den guten Mann. Na, ist nicht so leicht, nicht? Da keine Böswilligkeit und kein Neid und kein Hass aufkommen zu lassen. Böswilligkeit, da will man dem anderen schon was Böses. Der hat mir was innerlich was angetan. Na, wie soll es mindestens so schlecht gehen?
ein bisschen schlechter wäre noch ganz richtig. Nicht nur ganz so schlecht wie mir. Und dann denkt man, der sagt, der Buddha brauchen wir gar nicht zu denken, das Karma kommt ganz von alleine. Wie gut. Wenn ja ein anderer nicht gerade einem freundlich gegenüber war, der hat sein eigenes Karma. Und wenn er irgendwas Schlechtes getan hat, könnten wir eigentlich Mitgefühl haben. Denn der kriegt sowieso ein unangenehmes Karma. Da brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern. Wenn er ein Christ ist, ist es Gottes Gerechtigkeit. Die wird schon stimmen. Wir sprechen nicht von Gott hier, weil es dem Buddhistischen keinen so eine höhere Instanz gibt, oder zumindest nicht hier angesprochen wird. Aber das Karma, das, was man selbst macht, daraus wird was und das kommt als Echo irgendwie zurück. Ganz klar. Ja, mit der Böswilligkeit. Wie empfinde ich denn, wenn mir jemand so, wenn ich spüre, der hat was gegen mich oder die hat was gegen mich, kann ich das einfach so locker stehen lassen oder ist mir das sehr arg? Fühle ich mich denn gleich kleiner oder runtergesetzt oder irgendwie unangenehm? Nehme ich mir das sehr zu Herzen, wenn mich jemand nicht mag? Was gehört denn dazu, dass man sich's nicht zu Herzen nimmt? Kann ja sein, dass der einen Grund hat, weil der irgendwas an mir nicht mag, irgendeine Sache nicht gut findet. Kann aber auch sein, dass er mich als Ganzes nicht mit der oder dem würde ich nichts zu tun haben. Ne? Hat ein Mensch ein Recht dazu oder nicht? Ne? Hat einen Recht dazu. Ich mag ja auch nicht alle gleichmäßig gern. Das wäre zwar wunderbar, wenn ich ein Bodhisattva bin, dann habe ich alle gleichmäßig gern. Aber die sind wir nun mal noch nicht. Das ist noch kein Erleuchtungswesen. Also machen wir noch Unterschiede. Den mag ich und den mag ich nicht so gern. Oh, bitte. Ne? Und soll ich es den anderen nicht auch mal zugestehen? No? Ist doch gar nicht so wichtig. Und warum ist es uns so wichtig? Weil das Ego dadurch gestärkt wird, wenn andere einen mögen. Da bin ich ja viel wert. Bin ich ja großartig. Alle Leute lieben mich. Und die Ayakema sagt immer so schön, ja, weil irgendjemand sagt, ja, ich finde das doch schlimm, wenn andere mich nicht mögen und so. Ich setze dann viel ein, dass andere mich mögen. Und sagt sie so, ja. Was meinst du denn ungefähr in Prozenten, wie viel dich nicht mögen und wie viel dich mögen? Und da meinte sie so ungefähr, ja, ach, das wird wohl 50% mögen mich, 50% mögen mich wahrscheinlich nicht. So besonders. Und dann hat sie gesagt, du bist aber glücklich dran. Mit den 50%, die dich mögen, wo du meinst, dass sie mich mögen. Also. Schaut mal, wie steht es denn bei euch? Wie viel Prozent habt ihr denn zu verzeichnen? Ja, also und was muss ich vor allen Dingen tun? Ich denke, dass für das Ego nicht so angreifbar wird, muss ich meinen Selbstwert stärken. Ich muss mich an das Heilsame halten, Werte finden, die so über den Tag hinausgehen, nicht nur das Angenehme, sondern das Heilsame Denken, Tun, die Balas, dass man die Vertrauen, Sammlung, Willenskraft, Einsicht, Achtsamkeit, das sind so diese Werte, die mir ganz wichtig sind, die 5 Balas. Wenn man die beachtet und sagt, ja, daran möchte ich arbeiten, dann stärkt sich der innere Wert, ist doch ganz klar. Und außerdem ist es in dieser Lehre so, dass man sich immer bewusst wird, dass der innere Kern, der Samen der Erleuchtung ja schon in mir liegt. Der wartet nur darauf,
dass man ihn pflegt und dass man etwas zum Wachsen bringt. Heißt auch Buddha-Natur, also diese Kraft der Reinheit, der Einsicht, der Liebe, aber als Potenzial natürlich. Wir müssen es erst entwickeln und wir müssen auch einen Zugang dazu schaffen. Und das können wir in der Meditation. Da ist auch Meditation ganz wichtig, dass wir so bei uns sind, dass man sagt, ja, alles ist in Ordnung, richtig. Spüren wir das, müssen wir nicht extra sagen, das ist Buddha-Natur oder das und das, aber da ist es richtig, es stimmt. Da brauchen wir nicht an Selbstwert oder Mangel oder was zu denken. Das ist in Ordnung. Und da sind wir eigentlich in unserer Mitte. Da sind wir bei diesem Kern. Und dessen auch so, wenn wir sonst mal angegriffen werden, ruhig mal, das habe ich ja gestern Abend mal so gesagt, so diese Selbstschutzglocke mal so angesprochen, ist ein bisschen äußerlich, aber trotzdem ist es für viele eine Hilfe. Ich habe so eine Glocke darum, das kommt nicht an mich heran. Ich bin innen bei mir. Ich bin bei mir und habe meine innere Kraft. Ich bin bei mir zufrieden und glücklich. Und das fällt außen ab, rutscht ab. Das ist oft eine große Hilfe, dass man nicht denn sofort von allem so wieder eingeengt und bedrückt wird. Also Böswilligkeit. Es war Feindschaft und Böswilligkeit. Ja, wir haben auch gesehen, wie es ist, wenn wir selber jemanden nicht mögen, fühlen wir uns dann hinterher wohl? Meistens nicht. Dann haben wir meistens sogar Schuldgefühle, dass ich dem so eigentlich was Böses vielleicht gewünscht habe. Wer ein bisschen Charakter hat, der hat dann auch Schuldgefühle hinterher. Und das haben wir ja immer, also das wären wir nicht hier. Hat man Schuldgefühle. Das Erste ist mal ganz in Ruhe mal sehen und akzeptieren. Ja, da habe ich innerlich Böswilligkeit in Gedanken gehabt. Und dann sehen, und daraufhin habe ich Schuldgefühle gekriegt. Und meistens kriege ich dann noch Ärger, dass ich Schuldgefühle kriege oder dass ich was Böswilliges getan habe. Dann baut sich das noch so schön auf. Ich darf ja doch das sowas gar nicht machen. Und ist doch klar, ich bin doch Meditierende und als Buddhistin hat man das doch nicht mehr. Also da mal schön davon runter und sich mal Mitgefühl geben und vor allen Dingen die Einsicht in die Unvollkommenheit. Ich bin noch kein vollkommenes Wesen. Die Unvollkommenheit ist noch voll da oder vielleicht nicht mehr ganz so voll wie früher, aber sie ist noch da. Und ich habe, das ist irgendwie auch richtig. Und die Unvollkommenheit zeigt mir, dass ich mich ja entwickeln kann. Ich habe manches schon abgelegt, was ich als nicht gut, als unvollkommen gesehen habe. Habe ich entwickelt und jetzt sehe ich wieder was. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich kann ständig mich entwickeln. Geht nur, weil ich Unvollkommenheiten habe. Wenn ich perfekt wäre, wäre keine Entwicklung mehr möglich. So. Was sollte sich denn entwickeln? Gibt's ja gar nicht. Die ganze Natur arbeitet so, das Leben arbeitet so. Und gerade dieses Spüren, dass man sich entwickelt, so kleine Schritte mal geht. Ich finde das das größte Glücksgefühl. Ich kann mich entwickeln. Toll. Und so einen kleinen Schritt Freiheit kriegen von irgendeiner Abhängigkeit, von irgendeiner Sache, die man dann vielleicht nicht mehr tut. Eine Reaktion, die man oft gemacht hat und dann nicht mehr tut. Irgendeine kleine, ganz großes Glück. Sieht das als ganz großes Glück an. Das ist ganz wichtig. Entwicklungsglück. Und da stelle ich mir immer vor, meine kleinen Kinder, als sie den ersten Schritt machten, die sind fast ausgeflippt vor Glück. Ich kann gehen, sozusagen, nicht? Man konnte ja nicht mehr sprechen, aber haben das so ausgedrückt. Dieses Glück, die Entwicklung vom Stehen zum Gehen zu kommen. Oder war mal so eine kleine Stufe, so, also sicher drei oder
nicht mal 5 Zentimeter, immer probiert, da runter zu springen, aber den Schritt erst gemacht, nein, nochmal, tagelang probiert und dann mit beiden Füßen mal runter. Ach, war das was. So viel Übung, so viel Einsatz für so eine kleine Sache. Entwicklung. Und dann kam das Riesenglück. Und wir müssen auch so viel Einsatz machen. Immer wieder schaffen wir es nicht, schaffen wir es nicht, schaffen wir es nicht und irgendwann schaffen wir es. Anders geht's nicht. Und dann Glück. Das ist Glück. Ja. Das nächste, dritte. Möge mir kein Unheil und keine schwere Krankheit zustoßen. Möge mir kein Unheil und keine schwere Krankheit zustoßen. Wollen wir alle. Dass wir daran vorbeikommen. Wissen tun wir es nicht. Wir hoffen es, wir wünschen es. Wir haben vielleicht manchmal Angst davor, dass es kommen könnte. Und dann mal sehen, wie gehen wir damit um? Was kann man dagegen machen? Es ist die Frage der Ungewissheit. Das Leben ist ungewiss. Dieses Nummer. Und wir müssen diese Ungewissheit irgendwie akzeptieren lernen. Hilft nichts. Nicht immer wünschen, ich darf das nicht kriegen. Gut, wir können einiges vorbeugen. Wir müssen im Verkehr aufpassen. Wir können überfahren werden, dann passen wir besser auf. Aber kann das immer sein? Kann irgendein anderer total verrückt spielen und wir haben doch einen Unfall. Kann immer mal passieren. Wissen wir nicht. Und Krankheit, na gut, wir können noch so oft zum Arzt gehen. Kann der Arzt meine Krankheit verhindern? Auch nicht. Manche Leute glauben es und die probieren es auf die Tour. Geht aber nicht. Ne? Im Gegenteil, je mehr ich hingehe, umso mehr Angst kriege ich eigentlich. Diese Leute, die immer zum Arzt laufen, habe ich das Gefühl, die wollen unbedingt die Sicherheit und da sitzt immer mehr Angst dahinter. Weil die anderen sehen, die alles Mögliche haben und das könnte ich auch noch kriegen. Dann schauen sie in den Büchern nach, im Schirembel oder so. Da sieht man die unangenehmsten Krankheiten alle drin. Und wenn man lange genug anguckt, dann hat man sie eigentlich schon in Gedanken. Ganz, ganz schlecht, solche Sachen. Also nicht dieses sich immer daran halten, was man kriegen könnte. Was man hat, was man gekriegt hat und hat eine Krankheit. Damit gut umgehen. Akzeptieren. Jetzt ist es so. Akzeptieren. Aber da sich alles ändert, kann sich auch die Krankheit verändern. Es kann schlechter werden, kann auch besser werden. Aber indem ich es akzeptiere, gebe ich dem nicht noch, möchte ich sagen, noch Energie zum Verschlechtern, denn dann wehre ich mich ja so dagegen. Ich will es nicht. Leute sagen immer, du musst kämpfen, wenn du krank bist. Heißt es denn so schön, du kannst dich nicht der Krankheit ergeben. Akzeptieren ist weder ergeben noch kämpfen. Akzeptieren ist sehen, so wie es ist. Und da klare Schlüsse daraus ziehen. Und klare Möglichkeiten, wie man sich helfen kann oder wo man Hilfe finden kann. Das ist also praktisch zwischen diesen beiden Extremen. Ja, mit Krankheit umgehen, mit Einsicht, mit klarem Blick und auch ein gewisser Mut gehört wohl dazu. Ich glaube schon, Mut auch. Und auch Zuversicht. Und wenn es mir auch schlecht geht und ich leide, mir viel dagegen. Herzensgüte. Mich manchmal wie ein krankes Kind selbst umarmen.
meine Mütterlichkeit aufrufen und sagen, ja, komm, ich nehme dich mal in den Arm. Es ist schwer. Es tut weh. Ruhig mal machen. Das ist gesund, das ist richtig. Und wer daran glaubt, wer christlich ist, bittet Gott, bittet seinen Engel, dass ihm beisteht. Und wir können ruhig die Bodhisattvas bitten. Das sind Erleuchtungswesen, die ihre Liebe und ihre Güte für alle wirklich parat haben. Man muss sich da anbinden, man muss auch eine Verbindung dazu schaffen. Ihr könnt euch ruhig eine Gestalt daraus machen. Ja, warum nicht? Mein himmlischer Helfer oder mein erleuchteter Helfer oder Helferin? Warum nicht? Ich habe jetzt etwas mir angeschafft, eine Kuan Yin. Es ist diese chinesische Form von dem Avalokiteshvara, vom Chenrezi, also dem Bodhisattva des Mitgefühls, des Helfens. Und die steht in den chinesischen, ich habe es glaube ich schon mal erzählt hier, nicht? In chinesischen Küchen in der Ecke, so als Beschützerin des Heimes und als Helferin überall, nicht? So richtig Beschützerin. Und so habe ich dann eine von einem jungen Mann, der sie aus von drüben mitgebracht hat, aus dem Osten, der bringt sie gerne, der Simon, und habe erst gedacht, soll ich das, soll ich nicht und so, ne? Ach, das ist eigentlich so was Schönes, so diese weibliche Kraft, die darin ist, haben Männer genauso diese weibliche Kraft des Beschützens und des Sorgens, und die habe ich in der Küche jetzt in der Ecke stehen, wie die in den chinesischen Küchen auch steht, da haben sie eine Ecke. Und ich glaube, auf dem Land hat man oft eine Maria da stehen mit dem Kind und die hat den großen Mantel und da schützt sie alle drunter. Ist doch ganz ähnlich. Nehmt euch das, was wirklich, wo ihr das Herz hingeben könnt. Nehmt es euch. Ist ja in Ordnung. Wir brauchen oft mal eine Kraft, einen Begleiter, einen Schutz. Ist ganz in Ordnung. Nicht da, ich muss alles, das darf ich ja alles nicht mehr. Warum? Da nicht so kleinlich sein mit sich. Also ruhig das tun. Und auch bei anderen Schutz suchen, bei anderen Kraft suchen. Wenn man das kennt, man vielleicht hier im Kreis jemanden, mit dem man vielleicht zusammen später mal meditiert und demjenigen mal das Herz ausschütten. Ja, braucht man auch mal. Braucht man mal. Manchmal hat man Schwierigkeiten. Man muss mal sein Herz ausschütten können. Und gute Therapeuten, die lassen sich auch ja immer ihr Herz von anderen ausschütten. Ja, ist richtig. Und wenn einem jemand das Herz ausschüttet, da sein für den, aber nicht in Mitleid versinken. Das ist nicht gut. Dann hat man zwei Leidende. Und die, das ist gar nicht, denn das Wahre. Dann zieht es runter, anstatt dass es hilft. Ja. Das Letzte. Ja, wie gehe ich mit anderen um? Das, glaube ich, haben wir jetzt auch schon so mitgesprochen. Das Letzte heißt, möge ich fähig sein, mein inneres Glück zu behüten. Shikiyatanang Pariharami. Möge ich fähig sein, mein eigenes oder inneres Glück zu behüten. Zuerst müssen wir ja wissen, was wir am Anfang hier die Glückssuche, was ist denn mein inneres Glück? Mein Heil, meine innere Kraft, mein Kern oder was das ist. Was ist es? Mein Ziel. Gar nicht so einfach, habt ihr vielleicht gemerkt am Anfang. Ich sage eine Glückssuche. Wo soll es denn hingehen? Ist nicht so leicht. Wir alle denken, weiß ich doch eigentlich, ich möchte glücklich sein. Ja, wie denn eigentlich? Was ist das Glück? Soll was dazukommen oder soll was weggehen? Das muss man auch wissen. Die meisten Leute glauben, es muss Glück, kommt etwas dazu.
Der Buddha sagt, es muss was weggehen. Er sagt eben, das Glück ist, wenn das Leid verschwindet, und das Leid verschwindet eben nur, wenn Gier, Hass und diese Fixiertheit, wenn das verschwindet, die Verblendung, wie er sagt, dann, also könnte das mein Glück sein, dass ich keine Gier mehr habe, keine Abwehr, keine Voreingenommenheiten. Wär's das? Mal gucken. Ja, was bleibt mir denn noch übrig, könnte man dann fragen. Habe ich denn überhaupt noch was? Dann brauche ich nichts. Das ist mir dann auch wieder die Frage. Wir haben mal in diesem Ferienkurs, habe ich dann auch so Metta, also liebende Güte, ganz im Vordergrund geschoben. Da sagte ein, ich glaube, du warst eine Therapeutin, die sagte, ach nein, mein Ärger, den brauche ich mal. Den lasse ich nicht los. Sag ich, pass mal auf, lass ihn mal diesen 14 Tage mal los und hinterher nimmst du wieder auf. Und dann hat sie mal probiert, also in den 14 Tagen, Metta sich selbst zu geben, anderen zu geben und so. Und nach den 14 Tagen, da sagte ich, na wie ist es? Ja, wusste sie gar nicht mehr was. Da hat sie sich gar nicht mehr dran erinnert, was sie ja vorher gesagt hat. War interessant, ne? Ja. So kann einem das ergehen. Ja. Also was ist mein inneres Glück? Wie behüte ich es? Aber erst wäre mal die Sache, wie nähre ich es? Wie gebe ich dem ständig mal Kraft und Nahrung? Und da kommt diese schöne kleine Metta-Sprüchlein vom Thich Nhat Hanh. Sind sehr gut. Möge ich die Samen der Freude in mir ernähren, möge ich fähig sein, die Samen der Freude und des Glücks in mir zu erkennen und zu berühren. Dieses Erkennen und Berühren finde ich schön. Berührt werden von etwas. Man wird berührt. Solange man sich so steif und so stark hält, wird man nicht berührt. Dann lehnt man im Grunde ab. Man hat Angst, dass man auch von unangenehmen Dingen berührt werden kann. Kann man ja, ne? Aber dann, wenn man von unangenehmen gar nicht berührt werden kann, dann kann man auch von den angenehmen und von schönen Dingen nicht berührt werden. Es geht nicht nur das eine und das andere gar nicht. Mal auf, ausprobieren, aber sehen, mal die Schutzglocke, so, und in mir bin ich und ich bin bei mir. Und da ist ja in mir ganz tief Glück, Freude, Liebe, ist ja alles angelegt. Da mal so eine, wie könnte man sagen, sogar so eine Telefonverbindung darunter legen. Hallo. Mal ein bisschen da so mal wieder ansprechen könnte sein. Also nach unten. Und dieses Glück behüten, dass man sich von den anderen Dingen, die von außen herankommen, dass man sich da nicht zu ständig wieder seine Reaktionen darauf zu stark werden lässt. Ja, kaum lobt einem jemand, ist man ganz oben, kaum wird man kritisiert, ist man ganz unten. Und dann ist man wieder klein und nix, und da ist man auf einmal wieder ganz groß. Mal schauen, muss das sein? Innen dieses, ich habe Dinge in mir, ich habe Wert in mir, ich habe Glück in mir, es ist da. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder Zeiten der Ruhe und des Rückzugs, dass wir uns dessen ganz bewusst werden. In dem hektischen Leben geht uns das manchmal verloren. Da wissen wir gar nicht mehr, was wirklich Glück ist. Wissen wir nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit oder Familie und das. Sorgen. Wir müssen dieses innere Gefühl von Mitte und von Glück immer mal wieder spüren lernen und dahin finden können. Das ist dieses Berühren. Und wenn andere Menschen freundlich zu einem sind und wir selbst mal Freundlichkeit
auch aufbringen, tun wir ja immer wieder, klar. Ist das nicht auch ein Glück? Natürlich ist es ein Glück. Annehmen, sich freuen drüber. Wenn man Freude bekommt und Freude bereiten kann, ist es ein Glück. Das sehen, wo überall Glück zu finden ist. Bei mir, von anderen, mit anderen, was ich geben kann, was ich nehmen kann. Und dann nach all dem vielen Gerede, mal die Augen wieder zumachen und einfach nur sitzen. Die Füße, das Gesäß, die Beine, die Basis. Nichts als spüren, dass man da unten aufsitzt, dass der Rumpf aufgerichtet ist, dass der Kopf gut oben drauf sitzt und das Gesicht entspannt ist und all die Gedanken, die da oben im Gehirn herumgehen, lassen wir herunter abrinnen wie Wasser vom Regen abtropfen lassen. Die Schultern sinken herunter. Im Gesicht wird's entspannt. Im Rücken. Alles abrinnen lassen. Dazu hilft die Meditation von dem Graf Dürkheim sehr gut. Der hat so eine Methode, dass er einatmend sagt, neu werden, da richtet man sich auf, und ausatmen, vom Kopf oben beginnend, loslassen, sich niederlassen, so von oben durchsinken lassen und in der Basis sich einlassen. Und dann wieder einatmen, neu werden, aufrichten. Und dann von oben loslassen, sich niederlassen, sich sein lassen oder sich einlassen. Und wieder neu werden, loslassen, niederlassen, sich sein lassen. Und noch einmal. Neu, nach oben, frisch neu und loslassen.